So, da bin ich wieder, euer Bioschmied mit Satisfactory. Genau. Und ja, ich bin hier gerade mal ein bisschen im Canyon unterwegs. Das ist noch eine Schnecke, aber da will ich jetzt nicht ran, weil da diese beiden Dinger noch sind. Hier unten wäre noch ein Schiff. Ich bin gerade, wie gesagt, ein bisschen auf Festplatten suche. Oh, das war gar nicht so verkehrt eigentlich. Jetzt kann ich noch mal Anlauf nehmen. Und ihn töten damit. Geil, oder? So, da sind aber noch mehr. Ne, er ist noch gar nicht tot. Aber dann nehmen wir schon mal ein paar raus hier. Dass wir die dann, oh, dass wir dann nicht mehr so heftig kämpfen müssen. Alter, hier sind da richtig viele, wa? Wie er in meinem Auto glitscht, ey, krass. So. Den noch weg und den noch weg. Ja, das ging früher tatsächlich schon mal und hier liegen noch Computer rum. Die müssen wir jetzt auch bald mal bauen, weil wir die auch für Signale und sowas brauchen. Ich habe doch keine Angst vor dir, du Kollege. Mal schön drumherum tänzeln, ne? Dann trifft er dich weniger. So. Also, er wird dich wahrscheinlich einmal treffen oder ein, zweimal treffen. Hier sind noch Platinen. Jetzt habe ich schon wieder gar keinen Platz mehr im Inventar. Hauen wir mal die Blätter hier raus. Das ist das günstigste, was im Schredder. Genau, und jetzt müssen wir mal gucken. 100 Megawatt. Na toll. Früher war hier Gummi oder musste man hier Gummi reinstecken. Und jetzt ist es einfach 100 Megawatt. Komme ich aber nicht ran, weil ich die zum Beispiel hier oben sind, auf diesem Plateau, sind Geothermalquellen. Da könnte man natürlich sich bedienen vom Strom her. Okay, dann müssen wir halt weiterfahren, ne? Ich werde jetzt aber schon wieder zurückfahren, beziehungsweise natürlich, wenn ich jetzt hier nochmal so eine Sphäre sehe oder so, oder beziehungsweise eine Festplatte schon fertig ist, dann werde ich natürlich nochmal anhalten, ne? So, das könnt ihr einfach aufbauen und dann. So. Das ist ein großer. Oh, das ist ein großer. War ein großer. Das ist ein kleiner. Und das war ein kleiner. So. Sphären. Sehr, sehr wichtig. Ich habe jetzt mittlerweile wieder ein paar. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel. Muss ich mal hier im Inventar gucken. Ich lade die ja immer gleich ins. Es sind schon wieder 8. Das heißt, wir könnten quasi die Upload-Geschwindigkeit jetzt erhöhen. Weil die nächste Stufe wäre, glaube ich, 13. Wir fahren mal hier hoch. Festplattensuche, ja. Oh, das ist ja noch gleich noch eine Sphäre. Das ist aber schön. Nehmen wir mal einen raus und den anderen machen wir händisch kaputt. Man kann tatsächlich auch mit dem Laserschwert Oh, okay. Growth, the future, an idea, and frankly, you. Is the tapestry woven with hands or with thoughts? Both are necessary, yet only one can't function without the other. We see your echo steps, shimmering symphonies that break upon our temples, but your song is alien. How long ago did you notice me? There's no long, there are only spheres. I wonder, was it always about survival, or is there something more, something beyond? Consume our blood and you will see our threads. Also ich habe jetzt mittlerweile eine andere These zu den Sphären. Und zwar. Oh, das haben sie aber schön gemacht. Und zwar. Dass die Menschheit quasi ein Prototypen von besserem Menschen entwickelt hat, quasi, so auf Avatar-mäßig.
den hier auf den Planeten geschickt hat und die sich quasi selbst entwickelt haben und von dem ganzen Kram gelöst haben oder sich selbstständig gemacht haben. Ich glaube, hier ist auch noch ein Schiff. Ne, hier war das nicht ein weiter, genau. Ein Canyon weiter. Sich selbstständig gemacht haben und dann so in Sphären übergegangen sind. Also durch Meditation, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ich denke einfach, dass es so ist. Ja, unter Einfluss einer außerirdischen Rasse oder so irgendwie, dass die damit in Kontakt gekommen sind. Und das ist so mein Gedanke dahinter. Aber was das wirklich, wo ist denn hier das Schiff? Hier war doch früher mal immer eine Absturzstelle. Denn ist schon wieder so ein dicker Spucker. Oder hängt das da oben drin? Da oben? Weil wenn wir es haben, dann können wir es ja auch gleich, also wenn wir es sehen, dann können wir es ja auch gleich mitnehmen. Oder haben wir es hier hintergepackt? Normalerweise lag das hier immer an dem Felsen. Also hier an der Stelle lag das. Schienensignale können wir übrigens freischalten jetzt. Ich habe so viel Computer gefunden, dass wir das einfach entwickeln können. Und der Treibstoff, der ist echt gut. Also im Verhältnis zu ganz, ganz früher. Hier ist ein Dings, dann wird das hier oben sein. Guck mal, hier unten liegt auch nochmal Schrauben oder Kunststoff. Okay, das können wir ja mal mitnehmen. Dann wird das hier oben sein. Dann sind die Teile einfach runtergefallen von dort aus. So, dann gehen wir da oben nochmal hin. Ich habe doch schon wieder was gehört hier. Und wir brauchen Kunststoff dafür. Wie komisch einfach, oder? Ich habe gerade keinen Platz dafür. Lass mich doch mal aus dem Menü raus, Mann. So. Dann stellen wir das dann mal hin. Da oben sind auch noch. Junge, 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 ey. Was ist das denn hier noch gewesen? Oh, hier noch mehr Computer. Perfekt. Und ganz, ganz viele Statoren. Irgendwie liegen überall gefühlt Statoren rum. So, dann haben wir das da oben auch. Ja. Und jetzt fahren wir mal wieder Richtung zurück. Dann fahren wir mal hier über den grünen Wald. Ich war im rosa Wald vorhin. Also ich hatte ja gesagt, dass ich nochmal nach Festplatten suchen will. Das ist so schön da geworden. Unglaublich. Ey, die haben das so schön. Also die wollten ja sowieso nochmal alles überarbeiten. Hier sind, glaube ich, Spinnen, oder? Ja, ich habe es gewusst. Dann müssen wir halt mal wie viele das sind und dann auch noch eine große, unglaublich. Kommt die denn her oder sah die nur so groß aus? Nee, das ist eine große tatsächlich. Okay. Dann müssen wir mal ein bisschen härtere Geschütze auffahren.
genau ins Gesicht gesprungen, ne? Geh weg jetzt, lass mich. Zum Glück habe ich noch Pilze dabei hier. So. Gib mir euer Zeugs. Wo ist jetzt die Sphäre hin? Guck mal hier, erstmal die ganzen Dinger einsammeln. Können wir alle verarbeiten und in Schredder hauen. Und somit nochmal Punkte generieren. Ich habe jetzt durch die... habe ich mir fast gedacht, dass da noch einer über ist von den Kameraden hier. Ich habe übrigens vor kurzem mal diese verschmolzenen Rahmen in den Schredder geschmissen. Hatte dann 15 Marken und es ist einfach... Ich konnte mir so viel Zeugs freischalten. Hier diese Wände zum Beispiel... ich weiß nicht, was das noch alles war. Die Dächer hatte ich damit, glaube ich, freigeschaltet. Und noch so ein paar Sachen. Ich brauchte zum Beispiel nicht die Hypertube. Hier zum Beispiel. Ach nee, das haben wir ja freigeschaltet vor kurzem. Die Pipeline-Wandhalterung hatte ich auch nochmal freigeschaltet. Weil, ich musste ja dieses eine Rohr, was ich unter die Decke gehängt habe, um Wasser. Hier ist auch noch eine Absturzstelle. Ja. Die sind so nervig geworden, ey. Das wird wahrscheinlich auch da oben drauf sein. Ja, da oben liegt sie. Und natürlich... Ach du Scheiße, okay, gut. Mal einen Pilz essen hier. Oh, da oben ist noch so ein wildes Vieh. Mann. Da lagen noch Zeugs rum, ne, habe ich gesehen, aber was soll ich denn jetzt machen? Ich kann den jetzt nicht auch noch fertig machen. Das machen wir dann irgendwann mal, dass wir dann nochmal unterwegs sind. Oder vielleicht haben wir dann ja hier auch schon ein bisschen was gebaut, dass wir da dann mal die einzelnen extra Sachen rausholen, die es noch zu holen gibt, quasi irgendwann mal so. So, jetzt müssen wir ja nach Süden fahren, ne? Hier das neue Tier. Will ich jetzt auch nicht unbedingt. Ups. Ja, ich habe also nichts mehr gebaut seit dem letzten Video. Bin einfach nur losgefahren, habe Festplatten gesucht. Die können wir uns ja... Ich habe jetzt auch extra nicht reingeguckt, was da für Rezepte jetzt freigeschaltet worden sind. Ich habe dann gleich die nächste gescannt. Beziehungsweise relativ spät. Dann bin ich noch einmal gestorben. Und dann habe ich erst die Aufnahme gestartet. Ja. Kommt man da durch, ja, ne? Oh, Entschuldigung. Geh doch mal... Sag mal, was willst du denn hier von mir? Verfängt er sich einfach in meiner Achse. Naja. So, dann müssen wir mal schauen, wo es hier lang geht. Oh, hier ist noch eine Sphäre, die nehme ich natürlich dankend mit. This is a shrine to Windows and Weaving. Sehr gut. Da waren dann die Spucker hier gleich. Ja. Ey, sag mal, die spawnen aber spät. Ja, das ist eben das, was ich schon gesagt habe. Ich glaube, dass das nochmal alles so ein bisschen Performance wiedergibt.
was das Spiel so viel flüssiger macht, als es vorher war halt, ne? Guck mal, auch den Autosave, wie schnell das einfach geht. Können wir ja hier hinten, dann weiß ich ja schon ungefähr, wo es lang geht. Wir müssen hier nochmal. Springen kann er ja. Springen. Ich weiß, wo es lang geht, ja, genau. Ah, shit. Ist jetzt ein bisschen blöd. Gebe ich ganz offen zu, aber ich glaube, das funktioniert. Hat er da jetzt eine Kiste? Da ist eine Kiste, ne? Okay, gut. Dann müssen wir mal ihn eben aufladen. Ich glaube, da war gar nicht so viel drin dann in der Kiste. Ne, nur Sprit. Dann geht's ja. Man könnte das ganze Zeug natürlich alles in den Explorer laden, klar. Aber oh, das sieht auch so. Guckt euch mal an, wie geil das jetzt aussieht, Stickstoff. Ne? Mit den Fäden, die da so hoch. Fäden, keine Ahnung, wie sich das schimpft. Sieht so cool aus. So, aber wir müssen hier mal ein bisschen runter noch. Und dann nach rechts. Nach rechts. Links ist rechts und rechts ist links in der Webcam. Ja. Dann sind wir jetzt beim AKW. Quatsch, wir haben noch gar kein AKW. Haha. Aber alle bauen ja ihr AKW hier meistens hin, um sich das Wasser eben oben aus dem Rosa Wald zu holen. Und ich habe gestern ganz, ganz alte Videos gesehen von früher. Oder vielmehr vorhin noch. Wo dann einige Leute gesagt haben, ja, da ist so eine fette Giftwolke und da kommt man immer nicht rum, aber man muss einfach nur anders um den Krater rumfahren und dann hat man mit dem Gift auch gar nichts zu tun. So, wie viel Zeit haben wir noch? Oh, jetzt haben wir noch 10 Minuten. Das reicht ja gerade mal, um eine Festplatte noch zu scannen, beziehungsweise, ja, wahrscheinlich ist die dann fertig jetzt gleich. Oder sind die jetzt schon fertig? Weiß ich gar nicht. Ich habe nichts gehört. Habt ihr was gesehen? Ja, siehst du. Ich habe noch welche im Dings. In dem so nahen Lager. Oder Depot. Ich habe im grünen. Also in diesem. Grünen Wald heißt es, glaube ich. Da, wo diese Palmen stehen. Wo diese Pinien stehen. Keine Ahnung. Wo diese Pinienzapfen dran sind. Da habe ich einige Höhlen gesehen, wo Sphären drin waren. Oder drin sind. Bei euch sind sie noch drin. Da muss man halt. Du musst dieses Gerät ja machen, sonst findest du gar nicht alle vier Sphären. Es sei denn, du nimmst vielleicht die interaktive Karte. Aber selbst dann kannst du diese Karten eben nicht finden, ne? So, wir schauen mal rein in die Festplatte. Warte mal, erstmal. Müssen wir ein bisschen Zeug loswerden hier. Das kommt mal alles so ein bisschen in den Schredder rein hier. Sowas zum Beispiel. Guck mal, 3 Sphären habe ich noch. Geil. Sowas. Sowas. Alles, was man so gefunden hat, was man selbst schon produziert, braucht man alles nicht. So. Diese kleinen Dinger hier sowieso nicht. Das müllt das Inventar nur unnötig voll. Und auch die brauche ich überhaupt. Ja, vielleicht doch mal. Vielleicht bauen wir noch mal was damit. Motoren zum Beispiel, die werden ins Lager geschickt. Die Rahmen noch nicht. Die Rotoren auch noch nicht. Ursprünglich war ich ja... Ich hatte ja gesagt, dass ich auf Festplattentour gehen wollte. Dann können wir hier zum Beispiel die Platinen noch mal reinstecken. Die Sphären als erstes. So, Festplatten hatte ich, glaube ich, auch ganz unten. Die kann ich jetzt mal rausnehmen. Habe ich noch 5. Ich habe hier zum Beispiel Explosionsstachel gefunden. An einer Absturzstelle. Total geil eigentlich. Ja, ganz viele Dings hier. Ne? Überreste von Viechern, die ich hier alle erledigt habe. Die können wir dann, die mache ich dann, verarbeite ich dann mal. Und jetzt gucken wir uns mal die Festplattenbibliothek an, was es denn hier so Schickes gibt. Interessant.
nicht interessant, weil Schrauben. Gummibeton nicht interessant. Da könnte man nicht nochmal. Das ist auch nicht interessant, finde ich jetzt. Den können wir mal nehmen. Warum geht er denn gleich wieder aus dem Inventar raus hier automatisch? So, intelligente Beschichtung oder Kunststoff, intelligente Kunststoffbeschichtung, weiß ich nicht. Das hatten wir sowieso noch gesucht, das Rezept. Das hatte ich ja schon mal erklärt. Festplattenbibliothek, so. Da weiß ich halt nicht. Finde ich jetzt auch nicht so spannend, das Rezept. Turbokabel. Das ist schon eher interessant. Und intelligente Kunststoffbeschichtung hatten wir ja eben schon. Ne? Also, wie gesagt, diese Dinger, wenn man die dann ausgewählt hat, dann können die auch immer wieder kommen. Natürlich müssen wir alles dann auch. Da machen wir hier nochmal einmal neu. Ja, keine Ahnung. Das ist ein geiler Output eigentlich für Stahl. Aber da bräuchten wir dann irgendwo Petrolkoks her, ne? So. Ja, hier hat sich, wie gesagt, nichts verändert. Ich werde wahrscheinlich auch nochmal los müssen, um Festplatten zu besorgen. Gucken wir mal, was die Dogos haben. Guck mal hier. Die habe ich doch gesucht. Dankeschön. Larry 3. Oh mein Gott. Mal schön gegen die Scheibe gehen, jawohl. Oh, das ist aber sehr, sehr nett von dir. Das brauche ich mal überhaupt nicht. Und am besten die Gehege neben dem Schredder bauen oder neben die Gehege einen Schredder bauen. Weil die oft auch eben viel Sperrmüll mitbringen halt, ne? So, haben wir hier noch irgendwas, was in den Schredder muss? Sowas zum Beispiel. Brauche ich gar nicht. Im Inventar zumindest nicht. Wüsste ich jetzt nicht wozu. Nix. Gucken wir mal, was wir hier an Punkten haben. Einen, okay. Den können wir uns mal ausdrucken. Ich habe den, die anderen beiden hatte ich auch in die Dings holen. Die Cloud. Ich sage jetzt mal Cloud dazu. Dann ist es ein Wort und nicht dimensionales Depot. Oder wir sagen Depot. Wir können auch Depot sagen. Ja, wir sagen Depot. So, wir haben drei Marken. Dann gucken wir mal, was wir dann auch von kaufen können. Natürlich können wir was, auf jeden Fall was von kaufen. Aber was jetzt vielleicht noch interessant wäre. Diese hier mag ich zum Beispiel gar nicht. Das ist... Ja, manche machen das so, dass man eben Rohre einfärbt und dann... dann weiß, was da drauf ist. Und dann guckt man eben einmal rein, wenn das Rohr voll ist, ist alles cool. Wenn nicht, dann muss man halt nachjustieren. Organisation. Ich würde jetzt am liebsten schon ganz gerne mal auch ein bisschen architektonisch bauen. Also einfach mal schöne, diese Dächer, die sind jetzt als nächstes dran auf jeden Fall. Hier habe ich ja schon fast alles. Die sind uninteressant, das sind die alten Geländer. Ja, genau. Und auch für Schrägen, glaube ich, also für Treppen und Abgänge und sowas. Tasse habe ich ja schon. Genau, die Fundamente hatte ich alle gekauft. Teile brauchen wir jetzt nicht gucken. Customizer. Ja, das wäre dann auch als ja, später erst interessant. Vielleicht die noch. Da hätten sie auch mal noch ein paar mehr Oberflächen machen können. Ich meine, klar haben sie hier durch diese Farben eben gemacht. Ne? Wir haben ja die unlackierte Ausführung haben wir ja schon. Ja. Na gut. Ja, dann fange ich mal an mit Klöppeln hier, ne? Oder wir können uns mal klugscheißerisch überlegen, wo denn der erste Bahnhof hinkommen sollte. Und ob er überhaupt... Ach so, ich wollte ja noch was mit euch machen, siehste. Wir holen uns eben noch mal ein bisschen Beton. Weil die 1500, die im Lager sind, die reichen dafür nicht aus. Und dann machen wir noch mal die Zugstrecke. Siehste, gut, dass ich da jetzt dran gedacht habe. Die Zugstrecke bis zum... bis zum Strand. Ich wüsste nicht, warum man jetzt
in dieser Gegend, das ist das Einzige, was ich so zum Grabschen bräuchte. Beton. Um das zu bauen halt, ne? So, das, ich wüsste halt nicht, warum man jetzt den Zug... Natürlich, er kann hier durchfahren, aber ich bräuchte ihn ja gar nicht, wenn ich hier gar keine... Es ist ultra schnell geworden, finde ich. Also bestimmt doppelt so schnell wie... Warum ist denn die Kamera so komisch schräg? Na, jetzt geht's. Ich wüsste halt nicht, warum man hier an der Stelle irgendwas bräuchte. Klar, wenn man jetzt alles im grünen Biom macht, dann ist klar, dass man die Rohstoffe ranholen muss. Dann müsste der da auch Bahnhöfe bauen und sowas. Aber aktuell wüsste ich es jetzt nicht, wozu. Ne? Aktuell. Aber das wird sich alles ändern. Ich denke mal, dass wir viel im grünen Biom auch machen. Also hier wohl in unserem Startbiom halt. Ne? Da, wo wir gestartet sind. So, und das hört jetzt gleich irgendwo auf. Also ich fall dann wahrscheinlich ins Wasser. Muss man jetzt mal ein bisschen drauf achten. Hier habe ich so eine kleine Kurve gemacht. Genau. Und ich arbeite ja immer, oder beziehungsweise die Züge lasse ich ja mal rechteckig fahren. Na, jetzt kriege ich auch noch eine Nachricht. Werde hier noch mal abgelenkt, ne? Ah, meine Jungs. Wir waren heute eigentlich Paintball spielen, aber ich habe die Nacht nicht geschlafen einfach. Und es ging nicht. Es ging einfach nicht. So. Blueprints kopieren. Da müssen wir nochmal R drücken, genau. Für die Einrastfunktion. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass man das hier sieht. Wenn man das natürlich noch ein bisschen schöner macht. Später, wenn man dann ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Ne? Warum kann man das denn nicht suchen? Das wäre doch mal eine geile Funktion. Blueprints suchen. Bei denen ist es so, die sind ja schon fast. Die sind ja schon, das sieht so aus, als wenn die schon im Wasser wären. Also unten verankert. Jetzt haben sie es ja so gemacht, dass das Wasser wirklich viel, viel tiefer ist. Hier auch an den Stellen, wo es schon tief war. Halt, ne? So, dann haben wir jetzt auch keine Stahlrohre, keine Rohre mehr. Keine Stahlstangen. Keine Eisenstangen, Entschuldigung. So, meine Güte. Festplatte, die können wir uns ja gleich mal angucken. Der ist interessant für den Rahmen. Nee, warte, ich muss eine neue reinstecken. So. Sprachfindung ist heute on point. Hab das erste Video aufgenommen, was jetzt vorhin gekommen ist. Und dann habe ich mich das mal hingelegt, musste erstmal pennen. Ging gar nicht, ey. Ich habe so schlecht geschlafen in der Nacht. Unglaublich. Naja. Gut. Wenigstens auch so gut formuliert, dass es für die Zukunft des Menschen passt. Ja, wie gesagt, den Erfolg für die Schienen habe ich schon freigeschaltet bei Steam. Ich bin ja bei Steam. Ich weiß nicht, wie das bei Epic ist. Habe ich ewig nicht gespielt. Mein Sohn spielt ja auf Epic mit seinem Kumpel zusammen. Da drunter ist noch eine Platte, sehe ich gerade. Die können wir gleich mal wegmachen. Normalerweise mache ich das immer gerne oder viel lieber mit dem Schweber. Weil dann ja sowieso meistens schon, wenn man dann neue Schienen baut, schon Strom auf der Schiene ist. Und ich bin kein Freund von den Hochleitungen. Ich habe das jetzt nur gemacht, weil ich am Strand was bauen musste. Eben die Kraftwerke halt, ne? Das ist zu wenig. Schienensignale haben wir gar nicht freigeschaltet, ne? Warum hat mich denn keiner erinnert? Wir sind ja auch so im Chat. So im Stream, wollte ich sagen. Wie gesagt, ich bin kein Freund von denen. Ich mache das immer über die Schienen. Und ja, das dadurch, dass ich ja eben doppelgleisig baue, ist es halt, wenn dann wirklich mal ein Fehler in der Schiene ist, dann eben auch so, dass der Strom auf jeden Fall ankommt halt. Ne?
So, eigentlich müsste man das so ausrationalisieren. Aber ich habe schon gesagt, oder schon gedacht, dass ich das wahrscheinlich so machen werde, dass ich die unter die Platte setze, komplett. Und das gleiche dann nochmal spiegelverkehrt in die Richtung mache. Und dann das richtig rangiere vor allen Dingen. Austarieren heißt das, ne? Genau. So, jetzt müssen wir hier nochmal eben schnell die Hypertube machen, da wir jetzt ja keine... Ja, wahrscheinlich wird jetzt wieder was reingelaufen sein an Eisenstangen. Das wird vielleicht nochmal für einmal reichen. Wir können ja mal gucken. Ja, zweimal sogar. Oh. Oh, 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 oh. Kann man ja leider nicht Blueprinter. Also man kann sie platzieren, aber dadurch, dass dieses Element eben nur einen Fuß hat, komme ich halt nicht bis an den Rand ran, Mann. Und Hypertube, ja, ist halt schon wichtig, ne, um von A nach B zu kommen. Wenn dann wirklich jetzt mal die, wenn es mal brennt hinten am Strand, dann ist es schon geil, wenn du relativ zeitnah dann auch da bist halt, ne. Aber es, so ist es ja nicht, dass das, es ist ja so, dass es eben nicht so ist. So. Haben wir das. Nein. F. R. Zack. Kopieren. Genau. Und noch zweimal setzen. Der braucht 64 Stangen. Ah ja, okay, gut. So. Dann sind wir ja schon fast da. Ja, da vorne ist dann so ein Cliff. Ich hatte früher mal die Idee gehabt, dass die Schienen so ein bisschen abgestützt quasi, nee, so rum, also in diesem Falle so rum, abgestützt zum Felsen zu machen, also in den Felsen quasi einzubauen. Natürlich dadurch, dass das so schroff ist und dass das hier um die Kurve geht und dann hier wieder um die Kurve, muss man halt gucken, wie man es macht. Wie gesagt, ich hatte im letzten Video hatte ich ja erzählt, dass ich mir ein Video angeguckt habe von einem Engländer, glaube ich, oder einem Amerikaner, weiß ich nicht genau. Der gar keinen Wert auf Grid und sowas gesetzt hat, sondern einfach so gebaut hat. Und das ist, glaube ich, ein 3000 Stunden Spielstand gewesen. Und sowas finde ich natürlich auch geil, ne? Wenn sich das alles so in die Fauna einfügt. Das ist schon ganz cool eigentlich, ne? Okay, das hat sich jetzt erstmal erledigt. Vielleicht haben wir ja jetzt nochmal... Ne, haben wir noch nicht. Egal, ja. Gut, ich werde dann hier nochmal ein bisschen weiterbauen. Ich werde mir dann nochmal Stangen besorgen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Also, Entschuldigung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch bitte gerne mal einen Daumen da. Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, tschüss, euer Bierschmied. Bye, bye.